Stone, Heroes of Warcraft. Die böse Hexe. Und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Bossguide hier bei Hearthstone, eine Nacht in Karazhan. Ich bin Rotmec und heute schauen wir uns die böse Hexe auf Heroisch an. Und zwar ist die böse Hexe der letzte Boss im zweiten Flügel und sie hat folgende Heldenfähigkeit. Tornado für 0 Mana, verursacht 100 Schaden, nicht einsetzbar, wenn Dorothy am Leben ist. Ja, und Dorothy ist eine Dienerin, die auf dem Feld rumsteht, die wir dann beschützen müssen, wie ihr gleich sehen werdet. Und wir machen das wie immer, und zwar schauen wir uns erst einmal das Deck an, mit welchem wir die böse Hexe bezwingen können. Und danach zeige ich euch, wie das dann in der Praxis funktioniert bei einem Spiel gegen den Boss. Ja, wir sehen uns gleich in meiner Kartensammlung, wo ich euch dann das Deck vorstelle. Jo, und da sind wir auch schon in meiner Kartensammlung. Und zwar habe ich mich für ein Priesterdeck entschieden, das ich Hexenjagd nenne. Ja, Priester, die Hexen jagen. Das ist irgendwie, ne, kommt bekannt vor. So, ja, egal. Wie auch immer, das Deck sieht folgendermaßen aus. Wir haben drin zweimal Kreis der Heilung, dann Inneres Feuer zweimal, Klerikerin von Nordheim zweimal, Machtwort Schild zweimal, sowie Gedankenschlag auch zweimal im Deck. Zweimal Göttlicher Wille, dann einmal Lichtbrunnen, wir haben zweimal Schattenwort Schmerz, einmal die Eisenschnabeleule, dann einmal Schattenwort Tod, dann haben wir zweimal Verletzter Klingenmeister, wir haben drin Aurenei Seelenpriesterin einmal, dann Oasenschnapperkiefer zweimal drin, Turniersanitäter einmal, Wächter von Mogushan einmal, Heilige Nova zweimal, Machtwort Tentakel zweimal und zum Schluss noch Vollstrecker des Tempels einmal drin. Und ihr seht, das Deck ist auch mal wieder nicht so ein teures Deck. Also ihr müsst hier nicht unbedingt x Legendaries haben. Das könnt ihr mit ganz normalen Karten hier auch machen. So, das ist das Deck und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Spiel und schauen uns dieses Deck in der Praxis an. Licht wird den Sieg bringen. So, wir werden vieles machen, aber fliehen werden wir nicht, meine Liebe. So, wie sieht's denn aus? Wir nehmen Eisenschnabeleule erstmal raus hier, dann Verletzter Klingenmeister nehmen wir auch mal raus. Machtwortschild behalte ich mal noch in der Hand. Ich möchte Inneres Feuer unbedingt zu Beginn in der Hand haben. Das ist wichtig. Hier Inneres Feuer, alles klar. Dann können wir in der zweiten Runde hier schon richtig gut abgehen. Man kann sich jetzt entscheiden, will man schon in der ersten Runde hier gut abgehen oder in der zweiten? Ich sage mal, wir machen es in der zweiten. Wir haben hier sogar noch Göttlicher Wille. Also wir pushen jetzt hier Dorothy selber richtig gut hoch. Und nochmal Göttlicher Wille. Alter Falter. So, mal schauen, ob ich das hier noch in den Griff bekomme. So, was ist denn noch wissenswert? Wir haben zur Linken alle Diener, die wir zur Linken aufbauen, haben Ansturm. Das ist sehr wichtig. Und alle Diener, die wir zur Rechten aufbauen, die haben Spott. Ja, also wirklich, das ist Wahnsinn. Es ist eigentlich ein richtig nettes Spiel. Das macht richtig Spaß, weil es einfach so easy ist. Wir verdoppeln hier erstmal die Life auf 22. So, und dann warten wir noch. Ja, dann warten wir weiter. Das Ding ist, ihr dürft auch nicht allzu lange warten mit Angreifen, weil irgendwann dreht die Hexe durch und dann ist hier Dorothy einfach tot. Ist einfach so. Ich weiß gar nicht mehr, ab welcher Runde das der Fall sein mag, aber es kommt irgendwann, ja. So, und jetzt, meine lieben Freunde, macht man das nämlich so. 42, inneres Feuer drauf und los geht's. Bam. So, nächste Runde und wir haben gewonnen. So einfach geht dieses Spiel, Freunde. So einfach, ja. Ihr könnt auch wirklich, also wenn ihr seht, ihr kriegt das nicht hin mit, ich habe nicht zweimal hier, wie heißt es, ein göttlicher Wille am Anfang. Das ist ja, die Chancen sind relativ klein. Ihr könnt auch, wenn ihr nur inneres Feuer habt, zu Beginn einfach einen 10-10, also einen 10-10 Charakter machen aus Dorothy. Ist scheißegal. Ich meine, das sind 10 Schaden. Da macht ihr ein paar Runden, macht ihr den Max. Ihr habt noch ein paar Spotter, die ihr raushaut. Ihr habt noch ein paar Ansturmdiener und gut ist. Das Spiel ist fertig. Ich meine, es ist nicht so schwierig, ne? Ich meine, jetzt zum Beispiel hier einmal Ansturm raushauen. Den könnte man natürlich meistens als Spotter gebrauchen. Aber kann man den noch weghauen hier so. Und damit 42 ins Gesicht und fertig ist es. So einfach. Also wirklich absolut kein Problem. Dieses Deck ist der Wahnsinn, sag ich euch, Freunde.
Ich habe jetzt zweimal... Endlich können wir den Zauberer befreien. Ja, endlich. Ich habe jetzt zweimal mit diesem Deck gespielt und das ist zweimal gewonnen. Also wirklich absolut kein Problem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Deck hat euch vielleicht auch geholfen, wenn ihr nicht weitergekommen seid gegen sie, die böse Hexe. Wirklich absolut kein Problem mit diesem Deck. Und dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Ich würde mich über Kommentare natürlich freuen. Und hoffe, ihr seht auch andere Videos von mir auf meinem Kanal. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao.